Gnu der Große 995 bis 1035 Otter der seltsam Kenzi Video, der Grofke König Nimasat Gnu der Große um 995 bis 1035 als die Flut das Nordseewasser wieder einsam auf den Strand zu spülen begann, der mächtigste König Nordeuropas in sein Königsstuhl. Im Sand und sprach zum War du unterstehst meiner Macht, und das L auf dem ich sitze, ist meines. Noch nie jemand meiner Herrschaft ungestraft wie das geleistet. Deshalb befehle ich dir, dich über mein Land zu erheben und weder Entkleidung noch den Körper deines Herrn zu machen, doch das Meer drei Städte in der üblichen Geschwindigkeit den St. zu erobern, und ergriff respektlos Besitz den Füßen und den Beinen des Königs, sprang auf und schrie, die ganze Welt wissen, dass die Macht von Königen nie nutzig und wertlos ist. Kein König ist es, namenswürdig außer dem Herrn, dem ihnen ewigen Gesetzen über Himmel, Erde mittlerer Punkt Wasser gebietet seine goldene Königsgesäulknut nach diesem erschreckenden Enis nie wieder aufgesetzt haben. Am Nordseestrand erfuhr König Knut der Große unmissständlich, dass die Natur von einer überirdischen Macht höher wurde, die nicht seinem Einfluss unterstand. Wohl oder musste er sich endgültig mit seiner irdischen Herrschaft zidengeben, die sich allerdings sehen lassen konnte. Mit See und Geschick, vor allem aber mit einem unbändigen Willen Knut der Große die Macht über England, Dänemark, Norm und Teile Schwedens erringen können. Der Start in seine ehreiche Regierungszeit war jedoch holprig. Nachdem er seine Tasswengabe bat bei der Eroberung Englands, das seit Jahrzehnten ein einheitliches Königreich bildete, begleitet eine wurde Knut nach Svens Tod von der dänischen Flotte ZWZ Nachfolger gewählt, doch die Engländer erkannten ihn nicht, sondern riefen ihren alten König Ethelred aus dem Hause W., den Sven ins Exil verbannt hatte. In den folgenden Jahren muss sich Knut wie das fünfte Rad am Wagen gefühlt, denn in England konnte er sich nicht durchsetzen, und die einheimischen Königreich war ebenfalls vergeben, dort sein Bruder Harald als Nachfolger des Vaters leicht, aber ließ Knut sich nicht beiseite schieben. Er wollte ihr OUVB, HD und wenn es nicht anders ging, musste er sie eben erst plus minus erobern. Es ging nicht anders, im Frühjahr Rohr 6 belagerte, und während dieser Belagerung starb sein Gegen Arid. Doch dessen Sohn Edmund setzte den wieder, als Knut ein paar Monate später zur Entscheidung 7 ausforderte. Knut besiegte Edmund, ließ ihm aber die über Wessex im Süden Englands, während er selbst England nördlich der Themse regierte. Sicher war diese, das Ziel seiner Träume, doch um Anerkennung bei Bevölkerung zu gewinnen, war diese Maßnahme bereits 6 Wochen darauf verstarb Edmund, und wird in ganz England als König anerkannt plus minus er sollten es nicht bereuen, den großen, starken, den König akzeptiert zu haben. Knut, dessen Schön seiner dünnen Hakennase beeinträchtigt wurde, an seinem persönlichen Ruhm, sondern auch an 7, Englands interessiert, was dem Land zugute eine umfassende Neuerung des angelsächsischen Alfred dem Großen, plus minus g, erhabt hatte. Zuziant in 4 Graf ns, 1, um die R organisieren zu bestreben, noch, a Einfluss zu gemarkt sehr bei weitem noch, nd machte auch, 1.13 e nicht halt nach dem Tod lebensgefährt, 7, nicht nur eine minus 7.7 Dung. Sondern, gleichne um die Wied gegen Spielers A die Tochter Normandie und verfügte als solche über ausgezeichnete Kon sowohl in England als auch auf dem Kontinent eine brauchte er auch Elgifu noch. Sie zog sich zwar ihr nordenglische Heimat zurück, doch da sie nicht Ente Mutter zweier dänischer Prinzen war, sondern eben über gute Beziehungen in der Grafschaft Mercia VZte, hielt Knu den Kontakt zu ihr aufrecht in Dänemark und Norwegen Vizekönige und Rik einzusetzen, die in seinem Namen regierten. Dari war auch Elgifu, die nun die Regentschaft für den minderjährigen Sohn Svein übernahm und sich, wie zuvor schon im NC Englands, auch bei den Norwegern größter Beliebtheit erfreut. Zwar brach die fragile Herrschaft in Norwegen noch vor ihr Tod wieder zusammen, doch für einige wenige Jahre hatte Däne vieles von dem erreicht, wovon er bei seiner ersten Fahrt nach England geträumt haben mag. Nur 2 Ziele sc dem unersättlichen König Knut für immer verwehrt bleibe wurde nie König von Schweden, und auch die Natur wie das sich seiner Macht.